So, jetzt bin ich mal wieder am Philosophieren auf dem Balkon. Ja, ich zeige euch ein bisschen die kleine Welt in Dänemark, die ich jetzt hier so wahrnehme. Denn was anderes nehme ich momentan nicht wahr. Ich nehme nichts mehr wahr, was auf dieser Welt so passiert. Weder dieser Krieg, noch diese ganzen Mainstream-Medien-Gesäusel. Ich höre mir das schon lange nicht mehr an. Bekomme das nur mit, wenn ich mal Internet, ja, ein paar Schlagzeilen lese oder wenn ich im Telegram-Kanal ein paar Kanäle durchzeppe, wo sich dann die Leute unterhalten über die gegebenen aktuellen Sachen. Ja, hier spielen jetzt ein paar Fußball, falls ihr das seht. Das ist meine Betonplatte, die ich da von meiner Nase auch noch habe. Wird ein bisschen verdeckt von dem schönen Grün. ja, das, was halt immer erwähnt wird in diesen Mainstream-Medien, das ist halt, wie man so sagen kann, Brot und Spiele. Ja? Die Leute immer bei Stange halten, dass sie sich wegen irgendwas auseinandersetzen. Am besten mit dem Negativen, damit schön die Schwingung unten bleibt. Und ja, das ist es eben. Wir sollten uns überhaupt nicht mehr mit solchen Dingen beschäftigen. Ich weiß, es kommt wieder dieser Film da in die Kinos. Dieser, ihr wisst schon, ich will das jetzt nicht erwähnen, mit einem ganz bestimmten Thema über Kinder. Das ist auch gewollt, dass die das jetzt so in den Mainstream-Medien so extrem sagen, dass sie es verbieten. Wenn man mal logisch drüber nachdenkt, machen die das schon extra, weil, na, damit wir wieder in Angst und Schrecken versetzt werden. Oh, die armen Kinder, was mit denen passiert. Ich will das jetzt nicht belustigen, nur weil ich jetzt so ein bisschen abfällig darüber rede. Mir ist ganz genau bewusst, was alles passiert auf der Welt. Und ich hatte dazu auch schon einmal etwas gesagt. Und zwar, dass meistens in der Außenwelt immer das sich spiegelt, wie es in uns geht. Und wenn man das so sieht, dass unser inneres Kind vernachlässigt wird, dann kann man verstehen, was in der Außenwelt so alles passiert. Also kann man das natürlich sehen. Natürlich ist es nicht gerechtfertigt, was da passiert. Ja. Wir sollten uns generell auf das konzentrieren, was wir möchten, nicht auf das, was wir nicht möchten. Natürlich möchten wir das nicht, was mit diesen Kindern da passiert. Doch das hält uns in dieser niedrigen Schwingung. Ich weiß, jetzt rede ich auch wieder so wie diese ganzen, sagen wir mal, Spirituellen daher, wie diese Schwingungen. Nur es ist doch so, wir sind doch hier, um uns, dass es uns gut geht. Also, oder dass wir halt, vielleicht nicht unbedingt, dass es uns gut geht, sondern dass wir auf die Natur aufpassen und dass wir halt etwas verändern können. Nur wir verändern halt nichts. Wirklich. Denn wir beschäftigen uns immer mit den Dingen, die wir nicht wollen. Wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen würden, die wir wollen, also wir persönlich, nicht nur für das Kollektiv, sondern wir persönlich wollen, dann kommen wir sowieso automatisch in eine viel andere, ja, Gedankenwelt, eine ganz andere Schwingung, sage ich jetzt mal wieder. Und das hebt das Ganze, weil es passiert immer das, worauf du deinen Fokus richtest. Ich weiß, es hört sich jetzt wieder so spirituell an. Es ist aber so. Unsere Gedanken sind einfach die Erschaffer für die Zukunft. Und wenn du dich natürlich immer mit dem Negativen beschäftigst, dann kann ja nichts Positives dabei rauskommen. Na, es ist wieder so altklug dahergeredet. Na, viele wissen das selber. Doch
Es ist immer gut, wenn jemand da ist, der einen mal da erinnert, dass wir anfangen sollten, an das zu denken, was wir möchten. Und auch für die Menschheit dann möchten. Ja. Denn die Angst ist der größte Killer von allem. Wir sollten keine Angst haben. Und mehr kann ich heute nicht sagen. Da ich ein bisschen zu sehr abgelenkt bin von diesem ganzen Fußballspiel. Weil mich das eben wieder erinnert an Brot und Spiele. Und dann daran möchte ich mich nicht erinnern. Deswegen mache ich heute Schluss. Und ja, vielleicht kommt wieder mal ein Video vom Philosophieren am Balkon.